Und damit hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge des Command & Conquer 1, der Tiberium Konflikt Let's Play mit am Ende, wo wir gerade in der Mission sind, wo wir eigentlich versuchen sollen, Kane abzufangen. Und ich null Ahnung habe, wo Kane kommt, wo er langlatscht und so weiter und so fort. Und ich gerade hier eigentlich so am Scouten bin, was hier so abgeht. Damit ich dann auch sehe, ob Kane denn hier irgendwo ist. Es ist eine relativ gute Idee, die ich hier gerade habe, dass wir hier mal so jetzt den Weg lang fahren. Also sehe ich nämlich was. Falls die tatsächlich von hier in den Norden fahren, sehe ich hier, was abgeht. Gut, du dahin. Ihr könnt eigentlich hier unten besser abfangen. Müssen wir die weiterballern? Ja. Du bleibst auch hier. Eigentlich würde ich euch ja ganz gerne... Fahrt mal hier hin. Ich hätte die gerne hier unten, dass die dir entgegenkommen. Könnt ihr da runterballern? Können sie? Einheit verloren. Jawohl, ich bin dabei. Einheit verloren. Ja, na gut. Einheit verloren. Dann fahrt ihr auch mal nach hier unten. Bestätigt. Ihr könnt schon mal dahin fahren. Du fährst hier schon mal einen Meter zurück. Jetzt klappt das. Auch dahin, das klappt. Für euch schicke ich jetzt hier runter. Also, wisst ihr schon den Trick fürs nächste Mal? Also, wir wissen noch nicht den Trick, aber ich weiß schon mal, wie ich beim nächsten Mal dran arbeiten werde. Wo fahren die jetzt hin? Ja. Ich hasse es ja nicht, die Map-Hoheit zu haben, ne? Okay, da kommt mir was entgegen. Wir fahren nach da oben mal mit denen zum Scouten, was da ist. Vielleicht kriege ich hier noch ein paar Infos, obwohl ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiter da fahren möchte. So, ihr seid alle auf dem Weg, das passt so. Dann lassen wir euch mal noch ein Stückchen näher kommen. Sind halt alle etwas langsam. Ja, jetzt sieht man auch schon, wo das Problem ist. Eigentlich könnte ich euch einfach alle hier feste ergeben. So. Okay. Das kriegen sie nicht hin. Dann so. War übrigens auch ein Tipp, der mir gegeben worden ist. Könnt ihr mal aufhören, so beschissen zu fahren? Wäre äußerst freundlich. Und zwar, wenn man STRG-Klick auf diese Einheiten macht, dann überfahren die Leute automatisch. Man muss ja nicht mehr so viel dafür tun, damit das passiert. Das ist ein unsichtbarer Panzer. Man denke sich sein Teil. Liegt immer noch mit zur 1 kommen. So. Oder auch nicht mit dem Überfahren. Naja, egal. Der Mammutpanzer kämpft halt immer noch nicht mit. Jetzt, ne? Mir fehlen halt leider hier immer noch ein paar Infos.
War das jetzt schon alles? Nein, war noch nicht alles, da kommt noch mehr. Hätte mich auch gewundert, wenn das alles gewesen wäre. Ich habe sogar schon den Panzer verloren. Eieiei. Diese Dinger halten halt aus, das ist unglaublich. So, dann fahrt mal weg, fahrt mal dahin. Schafft ihr das da drauf zu schießen? Versuche mal von diesen Teilen da oben wegzukommen. Aber ich schaffe es nicht, da drauf zu ballern. Ich habe halt keine Ahnung, wann diese Mission als gescheitert zählt. Und wann als geschafft. Wir verwarten die gerade mal kurz. Ich weiß halt auch nicht, wie viele Panzer noch kommen. Ich bin halt einfach, ne? Wie ich immer sage, ich laufe in dieses Spiel rein und weiß eigentlich selber nicht, was mich erwartet. Könnt ihr der Mammutpanzer bitte schießen? Sehr schön, danke. Ach komm, schieß erstmal den da weg. Und du schießt das da weg. Mal so null klappt. Wie war das jetzt? War es Shift-Klick? Nein. STRG-Klick ist es auch nicht. Egal. Müssen wir jetzt noch die... diese da wegkriegen? Dann wird es problematisch. Ich kann jetzt eh nur hinfahren, aber ich habe halt nur noch den Mammutpanzer jetzt. Das ist halt alles, was ich noch habe. Schick mal den mal dahin. Und den versuche ich mal dahin zu schicken und schaue, ob das klappt. Wir können ja mal hier ein Safe Game machen. So, vielleicht haben wir ja Glück und das sind die letzten beiden Einheiten. Versprechen kann ich es euch nicht. So ein Mammutpanzer müsste die theoretisch geregelt kriegen. Praktisch. Ich habe halt auch keine Ahnung, ob Kane überhaupt in dieser Mission drin ist. Als ob wir Kane in dieser Mission überhaupt sehen oder bla. Ich habe keine Ahnung. So, schafft er das, sie wegzuballern, ohne dass du stirbst? Zeig mal. Schaden sieht gut aus. Das sah doch alles ganz brauchbar aus. Gut, dann gucken wir uns hier mal weiter um. Ist die Karte hier zu Ende oder machen wir uns nicht weiter? Einfach mal ins Schwarze reinlaufen ist nicht deine Welt, ne? So, mit dem Panzer fahren wir mal hier hoch. Ich vermute, dass noch irgendwo Artillerie rumsteht. Die wir wegmachen sollen. Und ansonsten, keine Ahnung. Da oben war ich noch nicht. Hier geht er erstmal noch ganz in die Ecke. So, kann ich noch irgendwo hin? Da ist es überall. Geht's hoch? Hier hinten kann ich noch hin. Hier hinten könnte sich nach Artillerie verstecken. Gut, dann fahr du schon mal dahin. Und den schicke ich gleich hier hoch. Oder es kommt noch ein Schwall an Einheiten. Wir werden es rausfinden. Es gab übrigens einen schönen Kommentar, der mir ging mal runter wie Öl. Und zwar wurde geschrieben, dass jemand, ihr kennt das, ich lese die Kommentare und merke mir nicht, wer sie schreibt. Das mache ich immer so.
dass es ihnen sehr gut gefällt, dass ich das Spiel einfach noch... Alles klar. Jawohl, in Ordnung. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Breche auf. Einfach noch genauso entdecke, wie damals, wo das Spiel aktuell war, Leute das gespielt haben und einfach ein sehr schönes Let's Play ist zu sehen, wie ich dieses Spiel spiele und eigentlich überhaupt nicht weiß, was ich machen muss. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Und jawohl, breche auf. Breche auf. Das war so Feedback, was mich sehr gefreut hat, weil ich halt bestätigt. Jetzt weg. Bestätigt. Weil ich halt darin bestätigt werde, dass es euch gefällt, breche wenn ich auf. Ein Spiel spiele, breche auf. Welches ich zuvor noch nie breche gespielt auf. Habe und einfach das Spiel mal einfach so erkunde. Ey, ganz ehrlich. Breche auf. Bestätigt. Wie soll man denn unsichtbare Einheiten finden? Ich vermute mal, der Sammelpunkt ist hier unten, deswegen gehe ich mal kurz hier runter. Es kann ja nur entweder die Meldung gleich kommen, Mission gescheitert oder Mission erfolgreich. Mehr kann ja nicht passieren. Ach ja, wie schön, dass ich nur noch einen Mammutpanzer habe. Ich meine, nichts gegen den Mammutpanzer, aber die Dinger sind halt scheiße langsam. Ja. Gut. Also hier sind erstmal zumindest auch keine Unsichtbaren. Gut, dann fahr du mal wieder hier hin. Wenn ich dich jetzt dahin schicke, fährst du dann richtig oder falsch? Er fährt erstmal falsch. Gut, dann fahren wir jetzt nach hier oben. Ich finde mal noch ein paar unsichtbare Einheiten. Reiche auf. Reiche auf. Ja, sehr gut. Er fährt richtig von alleine. Dann machen wir erstmal nichts weiter, sondern gucken uns zu, wie schön unser langsamer Mammutpanzer fährt. Theoretisch kriegt ja alles platt. Also, wenn jetzt nicht irgendwas ganz gewaltig Riesiges hier auf einmal kommt, was ich nicht kenne, kann ich mit denen alles regeln. Der regeneriert sich auch. Also, wenn jetzt immer noch vereinzelt noch ein paar Einheiten kommen, regelt der. Aber, das kann ich euch halt nicht versprechen. Was für eine Mission, ganz ehrlich. Ja, als nächstes werde ich, wie gesagt, nach hier drüben fahren und gucken, was da abgeht. Entweder es kommt dann gleich die Meldung, Mission gescheitert. Oder es kommt die Meldung, Mission erfolgreich. Oder ich habe keine Ahnung, was ich als nächstes machen soll. Bestätigt. Breche auf. Breche auf! In Ordnung! Bestätigt! So, hier ist auch nichts. Bestätigt! Wunderschön, so, dann Triumph fahr dahin. Ich wette, hier drüben steht auch niemand. Aber der beste Sammelpunkt wäre, wenn ich die Mission richtig einschätze, hier. Also falls ich die Mission jetzt nochmal mache, würde ich mich hier versuchen zu positionieren,
Hier vorher die Artillerie wegmachen, die Artillerie, die, gut, die steht dort. Die brauche ich nicht von hier oben wegmachen. Und dann hier, wenn das Ziel hier drüben ist, was ich ja vermute. Also sie sind zwar alle nach hier unten gefahren, aber das kann eher deswegen gewesen sein, weil ich die vielleicht von hier oben angegriffen hatte. Bin hier. Und deswegen wollten die hier einmal unten rumfahren. Also, naja. Ich weiß übrigens auch nicht, in der wievielten Mission ich bin. Planmäßig wollte ich heute zwei Missionen spielen, je nachdem wie viel Zeitaufwand das ist. Aber bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob ich hier entdecke, in Ordnung, was noch fehlt. In Ordnung. Hier ist erstmal die nächste Brücke und ein Fluss. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Geht's hier hoch? Oder ist hier das Ende der Karte? Wie geht es hoch? Wir erkunden es einfach. Machen wir das hier unten als letztes. Gehen wir erstmal nach hier oben. In Ordnung. Reiche auf. Reiche auf. Reiche auf. Es ist halt so bitter, dass ich das mit dem Mammutpanzer jetzt erkunden muss. Wir werden einfach mal so null Infos haben. Das ist eigentlich so. Ich meine, schlimm ist es nicht. Es ist einfach nur so. Bestätigt. Komm. In Ordnung. Macht's ja nicht so spannend. Jetzt suchen wir hier eine unsichtbare Einheit, vermute ich. Oder wir suchen irgendwo eine Artillerieeinheit. Vielleicht versteckt sie sich hier unten. Ich habe keine Ahnung. Reiche auf. Reiche auf. Wir suchen jetzt die Karte ab. Ab jetzt ist Erdes egal. In Ordnung. Ich kann es eh nicht mehr verhindern. Reiche auf. Bestätigt. Breche auf. Breche auf. Jawohl, Sir. Sehr schön. Breche auf. Ein unsichtbarer Panzer. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Er hat aber ordentlich Schaden Bestätigt. Gemacht, ganz ehrlich. Also, in Ordnung. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das in Ordnung. So reinhämmert, dieser unsichtbare Panzer. Breche auf. Okay, dann gucken wir erstmal hier hin. Breche auf. Breche auf. Wir speichern mal, für den Fall, dass ich Blödsinn mache, dann kann ich an diese Stelle zurückspringen. Falls ich jetzt noch einen unsichtbaren Panzer finde, der richtig reinbautzt. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Gut, dann fahren wir da nicht näher rein. Dann fahren wir nach da oben wieder. Fahren jetzt über die Brücke, erkunden noch diesen Bereich. Hier. Und dann fahren wir zum Schluss nach hier unten. Und ihr seht schon, wir haben schon wieder einigermaßen regeneriert mit dem Panzer, aber jetzt noch nicht so in dem Bereich, dass ich sage, das ist gut. Also wenn ich jetzt noch einen unsichtbaren entdecke, mache ich mir aktuell Sorgen. Sobald er wieder grün ist, müsste das klappen. Und bitte über die Brücke fahren. Ja, und
Wir gehen mal in die nächste Folge. Es kann sein, dass der ganze Spaß hier für die Katze ist und wir nächste Folge nochmal die ganze Scheiße hier neu starten müssen. Die ganze Mission. Oder auch nicht, das weiß ich noch nicht, aber First Playthrough halt, ne? Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben. Abonniert mich, schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiße. Sagt immer zum Schluss. Tschö mit Ö.